Hallo, es geht also um den toten Winkel. Wenn ein Fahrzeug im toten Winkel ist, dann ist es für den Fahrer praktisch nicht zu sehen. Und wenn es dann zum Spurwechsel kommt, dann ist natürlich der Unfall vorprogrammiert. Ich überhole jetzt mal diesen grauen Kombi. Jetzt ist er ja zu sehen, rechts jetzt in der Seitenscheibe. Und jetzt ist er im toten Winkel, ist nicht mehr zu sehen. Jetzt taucht er im Rückspiegel wieder auf. Hier das Ganze nochmal in Zeitlupe. Also, er ist jetzt zu sehen, wenn ich nach rechts schaue, aber er verschwindet jetzt für einen Bruchteil einer Sekunde. Ich habe jetzt mal das Bild angehalten im toten Winkel. Jetzt sehe ich ihn wieder im Rückspiegel. Jetzt das Ganze umgekehrt. Ich lasse mich jetzt überholen von so einem roten Auto. Jetzt ist er im toten Winkel, jetzt ist er wieder da. Das geht also relativ schnell, weil der fährt ja auch viel schneller als ich. Nochmal in Zeitlupe. Ich sehe ihn im Spiegel, kein Problem. Jetzt ist er im toten Winkel. Ich habe jetzt das Bild angehalten. Jetzt darf man natürlich nicht die Spur wechseln. Unfall. Jetzt ist er wieder zu sehen und er freut sich, dass er einen Mercedes überholt hat.